Wir wollen uns jetzt an einen großen, dramatischen Stoff wagen. Wir wollen jetzt etwas ganz Besonderes wagen. Wir wollen jetzt die Geschichte erzählen von einem Mädchen, das einen Ball beim Spielen verliert und dann ein echsenartiges Geschöpf küssen muss. Und nein, es geht nicht um Verena Kehrt, sondern um die Prinzessin und den Froschkönig. Oh. Und wer könnte denn wohl sonst eine wundervolle Prinzessin sein, wenn es nicht Mirja ist? Ja. Ja? Ich hätte auch gesagt, nein, ich hätte natürlich bei der Liebe zu den Verrückten Olli gesagt, aber Mirja, du bist heute die Prinzessin und Elton ist auch nicht der Froschkönig. Jetzt meinst du es aber sehr gut mit mir, danke. Ja, nein, weil der muss sich ja in den schönen Prinzen verwandeln und deshalb wirst du... wirst du der König, Schatz. Du bist der König, der Vater und der Froschkönig, das bist denn du. Du wirst ein wunderbarer Regisseur sein, Olli. Du kannst uns herrlich leiten durch diese Geschichte und die Brüder Grimm haben mir eine Rolle auf den Leib geschrieben. Ich bin die Kugel, die Goldene. Ich werde verloren. So, kommt. Kostüme liegen bereit für uns. Du bekommst noch einen Regiestuhl, ja, denn du wirst uns durch dieses kleine Stück führen. Erzähl doch schon mal, was wir machen sollen. Dann begrüße ich euch alle zur Theater AG der Klasse 7b. Heute offensichtlich mit 4 Sitzenbleibern. Kurz noch mal zur Geschichte. Die Prinzessin, das wärst du. Hier steht kein Name, deswegen sagen wir mal, die heißt Melanie. Ja. Prinzessin Melanie fällt ihre goldene Kugel. Das ist ihr liebstes Spielzeug. Es fällt dir jetzt ein bisschen schwer, dir das vorzustellen, aber Dirk Bach ist dein liebstes Spielzeug? Ja. Die goldene Kugel ist dein liebstes Spielzeug. Fällt dir in den Brunnen und darüber bist du sehr traurig. Der Frosch erscheint und bietet dir an, die Kugel wieder zurückzuholen, wenn du ihm dafür zu willen bist, was immer das heißt. Die Prinzessin willigt ein, aber sobald sie die Kugel wieder hat, lässt sie den Frosch abblitzen, will also nichts mehr davon wissen, was sie versprochen hat. Ihr Vater, der König, kommt dazu, schimpft sie aus und zwingt sie, den Frosch zu küssen. Ja. Du willst nicht, wirfst den Frosch an die Wand dahinter dir. Dadurch verwandelt er sich in einen Prinzen, worauf ich besonders gespannt bin. Ja, ich auch. Und Action! Hör mal, Kugel, sollen wir was spielen? Oh ja, gerne. Ist das nicht schön, dass ich eine goldene Kugel bin, die sprechen und auch singen kann? Ja. La, 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 la. Ich weiß, was wir spielen. Wir spielen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Oh, prima. Ich sag, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist blau. Guck mal da unten. Da unten? Meinst du das Wasser? Bist du wahnsinnig? Wieso? Ihr schmeißt mir dieses schwere Teil auf den Kopf und dann willst du es auch noch wieder mitnehmen. Nein, wenn der Frosch nicht da gewesen wäre, wäre ich ganz schön auf die Fresse gefallen. Ja, bist du auch, aber auf meine. Ja, das stimmt. So, jetzt ist vorbei, ich nehme sie. Nein, die bleibt hier. Die ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grün. Ja. Sehr witzig. So, tschüss, ne? Nein, nicht tschüss. Liebe Prinzessin, ja. Du bekommst die Kugel. Ich möchte nur dafür einen kleinen Gefallen. Ich möchte mit dir im Schloss leben. Ich möchte von deinem goldenen Tellerchen essen. Und ich möchte mit dir in deinem goldenen Bettchen schlafen. Dann sind wir jetzt zu dritt. Na, schlag ein. Okay.
So, geh noch schnell deine Sachen holen. Ich hol schnell meine Sachen. Mit. Komm, komm schnell, wir gehen. Komm schnell. Ich soll schnell gehen? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich bin so selten gegangen in den letzten Jahren als Kugel, aber es scheint ganz gut zu gehen. Schnell nach Hause, guck dich. Oh, wohin denn? Hier. Auf wir gehen. Hallo Papa, ich hab Hunger. Hey, Prinzessin! Hör gar nicht. Prinzessin! Hör mal. Ja. Prinzessin! Sag mal. Ja? Du hast ihm doch da versprochen, dass er hier mit dir pennen kann, ne? Ja, aber es war Prinzessin. Ja nur, weil ich die Kugel wieder haben wollte. Ja, aber hör mal. Versprochen ist versprochen und wenn nicht gebrochen, das habe ich auch schon zu deiner Mutter sagen müssen bei der Hochzeit, ich habe die Schlampe immer noch am Hals. Und ich, ne? Ich als König und als sein Vater sagt dir, hol den Frosch hierher. Wer weiß, vielleicht können wir den noch fressen wenigstens. Ma. Prinzessin! Ja. Komm, ich mit? Mit? Nimm die Kugel bloß mit. Ja, komm. Der Alte hat gesagt, du musst mitkommen. So. Juhu! Ja! Aber nicht am Bauern backen! Nein! Komm, wir setzen uns erstmal. Ach so, ja, und mach Fotos davon, das können wir im Internet verkaufen. So, dann würde ich sagen, Vollgas! Moment! Prinzessin! Nein, nein! Da habe ich ihn jetzt gegen die Wand geworfen, hast du gemerkt? Ja, ich hab's gemerkt! Ja. Der ist ganz schön gegen die Wand geklatscht! Ja. Was ist der jetzt rum? Sag mal. Ja? Was denn? Bist du zu blöd, um aus dem Froschkostüm rauszukommen? Das hat ja alleine 5 Minuten gedauert. Ja, das tut mir leid. Ich wollte gerade sagen, ich sehe was, was du nicht siehst und das verwandelt sich. Verstehst du immer noch die Stimmung oder ist deine Hose zu eng? Nein, ich muss die Stimmung haben. Also, das war ja schon, das war schon sehr schön. Bis auf dich natürlich. Das war wirklich sehr schön. Eine Kleinigkeit, ja. wenn du ihn wieder so hochschiebst, ja, wenn du die Kugel wieder hochschiebst, wenn du dabei noch machst, okay. Dann entsteht der falsche Eindruck von dem Stück. Ach so, verstehst du? Das möchte ich nicht, aber es hat mich gleichzeitig auf eine Idee gebracht. Vielleicht ist das gar nicht schlecht. Also. Also es darf natürlich, es darf jetzt nicht abgleiten. Es soll auch nicht irgendwie ins Pornografische gehen. Aber wenn ihr vielleicht die gleiche Szene nochmal spielt mit so einem Hauch Gosse, mit so einem Hauch Straße, macht das Ganze nochmal Froschkönig, aber diesmal als Nachmittagstalkshow. Viel Spaß und Action. Hupla. Also, was? Ich sitze da so. Was? Ich habe echt keinen Bock mehr, dieses Spiel. Wir spielen jeden Tag total langweilig. Das ist genau das Problem mit der. Die Gabi hat eine viel bessere Kugel zu Hause. Ja. Die ist immer so voll gemein zu mir. Aber jetzt hau ab! Aua! Komm, ich spinne! Jetzt will ich dich doch wieder haben. Ich weiß nicht, was ich will. Mein Gott, ich bin hier los. Was denn los hier? Sag mal. Ich glaube, ich spinne, was soll denn der Schwachsinn hier? Wer bist du denn? Ja, wer bist du denn? Was, wer bist du denn? Ja, wer bist du denn? Das ist meine Kugel, Freundchen, ja? Das ist deine Kugel? Ja, die habe ich ja ab, immer schon. Nicht ist. Ja, nehme ich jetzt mit. Nee, da machen wir erstmal einen Test, ja? Was denn, das ist meine Kugel? Von der Kugel ist oder so? Ich bin doch hier nicht bescheuert. Kommst du mal, ich bin spürt oder was? Pass mal auf, ja? Oliver, so geht das nicht weiter. Dieses fiese grüne Tier zerrt an mir. Die Schlampe zerrt an mir. Was soll ich denn machen? Was, wer bist du denn da? Was bist du denn da? Was soll ich denn noch sein? Ich stelle hier. Sag mal, was kommt jetzt hier? Pass mal auf, ich will die Kugel. Du bist die Schlampe. Ich will sie jetzt gerade. Nur Blödsinn, Leo. Ich hab den Stelle hier. Ich wollte hier nicht auf die Schlampe gehen oder was? Pass mal auf. Weißt du, geht nichts, was ich zu mir am Mittag. Ich mach dir mal ein Angebot, meine liebe Fräulein, ja? Mein lieber Fräulein. Was hast du denn anzubieten, hör mal? Ja, ich mach dir mal ein Angebot, ja? So, pass mal auf. Also, du kriegst die Kugel, ja? Ja. Aber erst, wenn ich hier mit dir mal bist schon, hier, in deinem Bett und so. Hör mal, du hast sie ja wohl nicht alle. Ich mach mit jedem, aber doch nicht mit dir. Was? Du
interessant. Guck ich hier, hier. Komm, ich spinne. Ach, und ich bin das Liebestand, oder was? Ja, weißt du was, einer mehr oder weniger, ist jetzt auch scheißegal. Du benutzt, benutzt diese Kugel wie so ein Spielball. Jawohl, ich bin ein Spielball. Ja, na, ja, das passt mal aber nicht. Ja, komm, rein. Jod, wenn ich jetzt mit dir schicke, dann ist es gut, oder was? Darf ich mal was, ja? Ja, hier, los, komm, hau rein, ich will den Scheiß hier, los. Lass mal die Molle, Jod, warte hier, warte mal, was ist hier los? Der hört mir überhaupt nicht zu. Mensch. Oh, gleich haben wir das. Ja, ja. Komm, das schnell abbauen, bevor der Idiot wiederkommt. Gehen wir denn jetzt hin, Mensch? Hör mal, Alter, gibt was zu essen, oder wie? So. Was heißt denn hier, Alter? Wo ist denn die jetzt? In diesem Umschlag steht, dass ich zu 98,9% nicht dein Vater bin. Ja, super! Du kannst mich am Arsch lecken! Ja, pass das mal! Stimmt. Mach doch, was du willst! Aber nicht nur das, ihr könnt mit mir ins Bett gehen und ich nehme den Frosch! Ja. Ja.